Heute habe ich Grison unsere Kekszeit. Das wollte ich unbedingt ausprobieren. So eine Keksbox wollte ich mir immer schon kaufen. Die gibt's immer von Balsen. Ich glaube sogar auch von Lamberts. Waren mir aber immer irgendwie zu teuer. Und das hier kannte ich gar nicht. Und irgendwie von der Verpackung her hat es mich so angesprungen. Aber als ich mir das Bild dann gerade angeguckt habe, die American Cookies von Grison sind so unglaublich lecker. Ich glaube, das sind sogar meine Lieblingskekse hier. Gibt es in so einer länglichen Verpackung für, bei Netto kosten sie komischerweise 59 Cent, oder als ich letztes Mal geguckt habe. Und bei, schlag mich jetzt, naja, irgendein anderer Laden 20 Cent mehr. Aber ein günstiger Laden. Also normalerweise, Edeka und Rewe sind viel teurer als Penny und Netto. Da zahlst du wirklich für jedes Produkt ungefähr 20 Cent mehr. Aber die hatte ich auch schon. Big Five, Five Star oder so. Halt so ein Oreo-Klon. Die kenne ich nicht. Die dunkle Leidenschaft meines Mannes. Für den machen wir uns alle zum Clown. Mehr Kekse, wende mich. Okay, mach ich gleich. Das Glück unserer Leckermäuler. Der absolute Liebling meiner Tochter. Wessen Tochter? Ist das ein KitKat-Klon? Aha, das sind diese Glückskekse, die hatte ich auch schon. Ah, ich dachte, na gut, das macht Sinn, aber irgendwie dachte ich, da wäre jetzt was ganz Neues drin. Aber ich finde das geil. So halt nicht eine Packung mit einer Sorte Kekse, sondern halt so ein bisschen Abwechslung. Weil so oft Bock auf Kekse hat man dann auch nicht. Und dann finde ich es besser, wenn man so lieber ein bisschen so eine Mischung hat. Und ne, ich wollte gerade sagen, Prinzenrolle klonen. Aber der heißt hier Duo-Keks. Aber Prinzenrolle wird doch von Grison gemacht, oder? Beziehungsweise De Boeckeler. Ist ja eine Firma. Oder ist Prinzenrolle von Stork? Nee. Gebäckmischung mit 25%, Quatsch, 26% Milch und so dünner, würde ich auch. Okay. Muss ich aufpassen, dass. Nee, ich mach's anders. Weil ich werde das Zeug wahrscheinlich einen Monat oder so brauchen, bis es leer ist. Und das ist immer scheiße, wenn die einen Tag irgendwie schlecht verpackt an der Luft liegen, dann werden die so halt durch die Luftfeuchtigkeit so matschig und pampig und. Ich bin echt zu dumm zum Schneiden.
Tada. Ich habe die Größe in Erinnerung. Die auch. Das ist keine Prinzenrolle. Ah, das stört mich jetzt. Die sind doch von. Die sehen anders aus. Billiger. Habe ich früher auch immer gemacht, als ich mich so ganz, wo ich halt in dieser ersten Phase nach dem Auszug von zu Hause eine Packung von diesen richtig großen Prinzenrolle No-Name-Sachen klonen für weit unter 1 Euro und da konntest du, das war halt Frühstück, Mittag, Abendessen, so eine Packung dann, das ist halt. Ich hatte mal so eine Zeit. Okay. Nicht KitKat, sondern Manna. Ja. Das ist ein bisschen schade, weil die Schokolade ist gut, der Keks ist gut und so halt, ne? Aber weil das halt ganz offensichtlich alles Klone sind, vergleichst du es irgendwie mit dem Original und dann irgendwie schmecken sie nicht so gut wie das Original KitKat. Aber schmecken. Da habe ich den Geschmack komplett vergessen. Das ist irgend so eine Vanillecreme-Füllung. Ich glaube, die hießen Glückskekse. Ah, ich bin satt. Jetzt weiß ich, woher ich die kenne. Die Standard-Leibniz-Dinger hier, wisst ihr? Irgendwie hat Grison das mit Nachmachung. Das ist ganz komisch. Oreos sind viel, 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 viel besser. Aber das meine ich, das ist eigentlich, denke ich mal, ist es ein guter Keks. Aber wenn man es mit dem Original vergleicht, irgendwie, ne? Seltsam.
sieht wie ein Vollkornkeks aus. Die sind richtig gut. Ich liebe die Kekse. Die sind so richtig, 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 richtig gut. Weil sie irgendwie komplett anders schmecken als andere Kekse. Ja. Ganz nett. Ach, ich weiß nicht. Ist halt in Ordnung und, aber das ist halt irgendwie diesen einzigartigen, unverwechselbaren Geschmack, den man so von so einer Marke kennt, irgendwie habe ich das bei Grison nicht. Höchstens vielleicht diese Softcakes mit Orangenfüllung, aber die mag ich nicht. Gut. Genug gemeckert für einen Tag. Dann hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal.